Hallo, mein lieber Zwilling. Freut mich, dass du hier bist. Liebe Grüße und herzlich willkommen zu deiner Wochenprognose vom 12.02. bis 18.02.24. Du bedenkst, dass die Wochenanalyse wie immer allgemein ist und nicht unbedingt alle Zwillinge betreffen muss. Und dann wollen wir mal schauen, was ist denn da los, Zwilling? 12.02. bis 18.02.24. Der Hierophant. Stierenergie ist das. Das ist ein Glaubenssatz, das ist eine Führung, eine Lenkung, kann eine Zurückhaltung sein durch Regeln, durch vielleicht aufgezwungene Regeln. Das kann aber auch sowas wie so eine Segnung sein, ne? Dass etwas abgesegnet werden kann. Wir gucken mal, womit das noch was zu tun hat, der Hierophant. Zwilling, worum geht es denn da noch? Der Hierophant. Ah, der Stern, ja. Klarheit, Klärung. Das zeigt auch das Universum an, ne? Vielleicht ist das wirklich was Abgesegnetes, was in Gang kommt, ne? Wo du auch stark dran geglaubt hast. Kann eine Vision sein, dass du sagst, ja, das ist mein Glaubenssatz. Daran glaube ich. Und ich habe da auch den starken Glauben, dass es da weitergehen kann, dass es da erfolgreich werden kann, ne? Dass etwas unter einem guten Stern steht. Das ist auch sowas wie so eine Erfolgslinie, ne? Klären wir mal auf, der Hierophant und der Sternzwilling. Was ist denn da los? Noch. Ah, die Königin der Münzen. Erde, Stier, Steinbock, Jungfrau auch. Ach, und die Herrscherin, aber verkehrt herum, okay? Man ist hier bemüht, man ist hier wirklich geerdet in dieser Lage, in dieser Situation. Man versucht sich zu erden, ne? Stabilität und Fleiß zeigt das auch hier an, ne? Dass man wirklich bekümmert ist um etwas Stabiles. Also ich glaube, das hat etwas ganz stark mit dir selbst zu tun. Die Herrscherin verkehrt zeigt allerdings auf, dass man vielleicht noch nicht ganz bereit ist, etwas laufen zu lassen, etwas anzunehmen oder etwas erfolgreich in die Tat umsetzen zu lassen oder umzusetzen. Ne? Es ist noch nicht da, die Zeit ist noch nicht da praktisch. Also, dass es noch nicht so wirklich fruchten kann. Ne? Aber die Segnung ist da, beziehungsweise dieser Glaube ist da, ne? Dass ihr da wirklich ganz stark dran festhaltet und dran glaubt. Die Herrscherin verkehrt, das zeigt auch so einen Rückzug von der Gefühlswelt an, so ein bisschen, ne? Dass man da sich so ein bisschen von der Gefühlswelt zurückzieht. Hier geht es mehr nach Regeln und Glaubenssätze, ne? Aber die Gefühle werden hier zurückgeschraubt. Vielleicht sagt man sich einfach auch, ich vertraue jetzt darauf, dass das von alleine passiert, beziehungsweise ja, das Schicksal wird das Ganze schon in die Richtung lenken, ne? Weil ich bin irgendwie noch nicht wirklich bereit oder reif, ne? Dass ich da selber etwas verändern kann oder entwickeln kann, in die Tat umsetzen kann. Aber trotzdem hat man diese stabile Sicht, ne? Wo man drauf schaut. Zwilling, schauen wir mal, was noch der Rat ist für dich. Rat oder Antwort? Lass dir Zeit. Ja. Sei da nicht zu ungeduldig mit, ne? Lass dir da ein bisschen Zeit mit. So diese Sicht zu haben, ist schon richtig, dass man sagt, ja, ich vertraue darauf, ne? Und ich habe da meinen Willen, mein Glauben und ich lasse das erstmal laufen, ne? Zeit, lass dir Zeit. Zwilling, danke fürs Zusehen und hab eine wunderschöne Woche. Bis bald. Tschüss.